Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das elektrische Feld. Dieses Mal wollen wir uns überlegen, was passiert mit einer Materie, die wir in ein elektrisches Feld bringen. Heute überlegen wir sich, was mit einem Leiter passiert. Okay? Schauen wir uns das an, ob das da schon ein bisschen aufgezeichnet, ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Also, das da unten sind jetzt einmal Reserve-Dinger. Wir haben folgende Situation. Ja? Wir haben zwei Platten. Dazwischen haben wir ein schönes homogenes Feld. Wir haben ja das letzte Mal sich überlegt, wenn die zwei Platten unähnlich groß sind, ja, dann stellt sich dazwischen ein schönes homogenes Feld ein. Am Plattenrand, wenn wir das nicht ganz zusammenbringen, da wird es ein bisschen ein Streufeld geben, was so ein bisschen nach oben geht. Aber das meiste ist da drinnen. Ja, und wenn die Platten groß genug sind, dann haben wir da dazwischen ein schönes homogenes Feld. Das wollen wir einfach jetzt einmal annehmen, hier das homogene Feld da drinnen. Wir sagen, es ist ein Stationärfeld, also es ist keine zeitliche Änderung, alles konstant, ist so da, ist aber eine positiv geladene Platte, dann eine negativ geladene Platte, dazwischen das E-Feld, passt. Ja. Dann haben wir einen Leiter. Ja. Dieser Leiter besteht aus leitfähigem Material, das heißt, der hat da drinnen frei bewegliche Ladungsträger. Der ist jetzt außerhalb des Feldbereichs, die Ladungsträger versuchen, also die negativen und positiven Ladungsträger versuchen, einen möglichst großen Abstand zueinander einzunehmen. Das heißt, die positiven und negativen Ladungsträger da drin sind an und für sich gleichmäßig verteilt. Okay? Jetzt nehme ich diesen Leiter und platziere ihn da hinein in den Feldbereich. Okay? Dann ist er da. Da einer kommt da. Unser Leiter. Ja. Was passiert jetzt mit diesen positiven und negativen Ladungsträgern? Es ist übrigens egal, ob sie die positiven oder die negativen da drin bewegen. Auf alle Fälle, wenn es frei bewegliche Ladungsträger gibt und wir haben ein elektrisches Feld, na, dann fangen sie die Ladungsträger zu bewegen an. Okay? Das heißt, die negativen wird es da in die Richtung hinziehen, zu der positiven Platte. Ja, und die positiven, die bleiben entweder über, ja, wenn es ein Metall ist oder sowas. Das heißt, die sammeln sich da auf der Seite. Ja, da auf der Seite wird was Positives, wenn die positiven wahr frei beweglich sind, dann bewegen sie die darüber. Ja, das heißt, im Endeffekt schaut es nachher so aus, wenn der Leiter jetzt also da drinnen liegt, so, ja, dass auf der einen Seite haben sich nachher die negativen Ladungsträger da verteilt, ja, und auf der anderen Seite, weil die negativen ja fehlen, ja, bleiben die positiven über, oder wenn es halt irgendeine andere Art von Leiter ist, die auch positiv bewegte Ladungsträger hat, nein, dann sammeln sie die positiven Ladungsträger da, weil die sehen das ja, ja, die fühlen sich halt, die fühlen halt in Kraft. Wann hört, es bildet sich also innerhalb des Leiters, bildet sich hier ein elektrisches Feld von der Seite auf diese Seite, ein zusätzliches magnetisches Feld. Ja. Es bildet sich ein zusätzliches elektrisches Feld, natürlich habe ich magnetisch gesagt, elektrisches Feld innerhalb des Leiters. Wieder vergessen zu schreiben, ist ein Leiter. Ja, also ist nicht der Chef, sondern ist ein elektrischer Leiter. Es bildet sich ein zusätzliches elektrisches Feld innerhalb des Leiters, ja, weil das sind jetzt auch positive und negative und da bildet sich ein zusätzliches Feld. Wann hören jetzt diese Ladungsträger eigentlich auf, sich zu bewegen? Ja, müssen wir uns überlegen. Wann hört irgendwas auf, sich zu bewegen, wenn keine Kraft mehr darauf wirkt? Punkt. Ja. Es wirkt keine Kraft mehr, wenn kein elektrisches Feld mehr da ist. Es wird sich also innerhalb des Leiters ein solches elektrisches Feld einstellen, dass das externe elektrische Feld genau kompensiert ist. Okay? Das externe elektrische Feld wird innerhalb des Leiters durch die Anordnung der frei beweglichen Ladungsträger exakt kompensiert. Ja?
schreibe ich da her, kompensiert das externe Feld. Und zwar exakt, weil wenn es nicht exakt war, würde noch irgendwo eine Kraft auf einen Ladungsträger wirken und der würde nur Stickel bewegen und dann ist es exakt. Ja? Also so funktioniert das. Ja? Das Innere eines Leiters ist feldfrei. Zack. Ja? Wie schaut jetzt das elektrische Feld außen rundherum aus? Das schaut so aus. Ja? Da, das zart so zu. Da. Das tritt da immer die elektrischen Feldlinien, die treten da immer im 90 Grad Winkel in einen Leiter ein. Ja? Das muss so sein. Also das elektrische Feld, das äußere elektrische Feld wird so ein bisschen verzerrt. So ein bisschen ist gut, gell? Homogen ist da nichts mehr. So schaut das aus. Ja? Es ist so, dass bei einem Leiter die Feldlinien immer unter 90 Grad da eintreten. Ja? Das ist eine der Sprungbedingungen. Warum ist das eigentlich so, dass bei einem Leiter die Feldlinien immer unter 90 Grad eintreten? Ja? Das ist ganz einfach, wenn man sich überlegt, wenn es irgendwo eine Leiteroberfläche gibt, da gibt es eine Leiteroberfläche, ja? Und da können Sie ja die Ladungsträger frei anordnen. Sollte es ein Feld geben, was in diese Richtung eintritt, ja, das heißt die Feldstärke ist so, gibt es eben eine Komponente in diese Richtung, ja, und eine Komponente, also eine Tangentialkomponente und eine 90-Grad-Komponente. Also eine Komponente, die in der Ebene liegt und eine Komponente. Und wenn da eine Komponente in der Ebene liegt, ich meine, da können Sie nicht weiter, die Ladungsträger. Außerhalb des Leiters, hinaus aus dem Leiter, können Sie ja nicht. Ja? Das heißt, da stehen Sie auch wie an der Mauer. Aber Sie können dann noch zumindest entlang wandern hier. Und zwar wandern Sie so lange entlang, bis es nur mehr diese 90-Grad-Komponente gibt. Ja? Da, bei so einem Feld, wird der Leiter drunter stehen bleiben, weil in die Richtung kann er nicht mehr. Ja? Das heißt, in einem Leiter müssen die Feldlinien, die E-Feldlinien, unter 90 Grad eintreten. Ja? Das ist auch so eine Regel. Sprungbedingung heißt das. Ja? Sprungbedingung. So. Sag ich mal das, Bug. Ja? Jetzt ist das Innere des Leiters feldfrei. Ja? Weil sie ein zusätzliches Feld einstellt und das Innere des Leiters exakt feldfrei hält. Wenn ich jetzt einen Leiter habe, der zufällig so aussieht, ja, da, und innen ist ein Loch, ja, ein Rohr oder sowas, ja, Kugel, Hohlkugel, ja, dann schaut, ja, da außen werden sie die wieder genauso anordnen. Da haben wir die Pluschen da drüben. Ja, da drüben haben wir die Minuschen, wenn das gestattet ist, diese Ausdrucksweise. Die Minusse, ja, die negativen Ladungsträger, nennen wir sie beim Namen. Und da ist wieder das Feld, das schaut ziemlich genauso aus wie da oben. Zack, zack, merkt man eigentlich gar nichts von außen. Ja. Das Feld wieder so verzerrt hinein in unseren Leiter. Immer eintritt unter 90 Grad. Was ist da jetzt innen? Da innen ist feldfrei. Gell? Hohlräume in Leitern sind feldfrei. Ein elektrisches Feld kann man ganz leicht mit einer Alufolie rundherum anschieben. Ja? Das haben wir frei. Und zwar feldfrei. Das Innere eines Leiters ist feldfrei. Schreiben wir das auch hin. Das Innere. Groß. Eines. Leiters.
ist feldfrei. Somit auch Hohlräume. Hohlräume innerhalb eines Leiters sind feldfrei. Ne? Ein Faradayschen Käfig, ja. Außen kann ein elektrisches Feld der Sonderklasse sein und innen ist nichts, ja, wenn das eine leitende Hülle bildet. So verhält sich also ein Leiter im elektrischen Feld. Ja. Darum schreibe ich noch hin, Feldlinien. Treten in Leiter im Winkel von 90 Grad ein. Passt. Jetzt habe ich doch noch jede Menge Platz hier und nochmal zwei so Platten gezeichnet, nochmal zwei Sachen, weil ich möchte noch was herzeigen. Ja? Stellen wir uns vor, wir bringen nicht einen so einen Leiter her. Ja? Das haben wir hoffentlich verstanden, wie das ist. Ja? Zusätzliches Feld innerhalb des Leiters, innerhalb des Leiters fehlfrei, auch Hohlräume sind somit fehlfrei. Stellen wir uns vor, wir haben einen Leiter, der jetzt nicht nur aus einem Teil besteht, sondern ich bringe da zwei so Platteln rein. Ja? Die berühren sich aber da. Ja? Die berühren sich. Ja, einen Kontakt, einen elektrisch leitfähigen Kontakt. Ja? Unter 90 Grad tritt das Feld ein. Ja? Das heißt, das Feld fährt da ein. Und dahinter wieder aus, da gibt's da am Rand gibt's vielleicht kleine Verzerrungen, aber im Großen und Ganzen, wenn wir das große Feld als homogen betrachten, bei der Platte, auch an den Plattenrändern halbwegs homogen, dann betrachten wir das bei diesen Blättchen, die wir hier einbringen, auch ebenfalls. Ja. Das heißt, da wird die Homogenität durch dieses Blättchen fast nicht gestört. Ja. Es ist natürlich aber auch so, dass sie auf der Seite da die positiven Sachen sammeln, ja, und auf der Seite sammeln sich die negativen Ladungsträger. Ja. Oder vielleicht bleiben da die positiven über, was ja wahrscheinlicher ist bei einem Leiter, und die negativen sammeln sich auf der Platte. So. Und jetzt bin ich so gemein, jetzt zahle die zwei Platteln auseinander. Okay? Jetzt bleibt hier ein Blättchen, ja, und hier, jetzt habe ich die zwei Blättchen einfach, nachdem ich sie ins Feld eingebracht habe, auseinandergezogen. Das heißt, das da bleibt positiv geladen. Wo soll es denn hin? Wo soll die Ladung hin? Da bleibt der, das jetzt, da gibt es ja keine leitende Verbindung mehr. Negativ geladen. Okay? Negativ geladen. Das elektrische Feld schaut jetzt so aus, und man, da hat es ja nichts da. Da dazwischen stellt sich jetzt ein Bereich ein. Zwischen den Plättchen haben wir ebenfalls dieses zusätzliche elektrische Feld. Ja? Dieses zusätzliche elektrische Feld, wo es das äußere, und da ist feldfrei. Da ist wieder frei. Ja? Frei, super, Ferien. Nein, feldfrei. Frei, feldfrei. Ist da dazwischen. Ja? Durch das Trennen. Jetzt kann ich das aufmachen da, und dazwischen ist feldfrei. Ich kann sogar dann die zwei Plättchen, haha, wishy thinking, die zwei Plättchen herausnehmen, ja, und dann habe ich ein positiv geladenes Plättchen oder ein negativ geladenes Plättchen. Ja. Diese Ladung heißt influenziert. Ja. Das ist eine influenzierte Ladung. Influenzierte Ladung. Ja, Influencer sind die, ist das elektrische Feld und das influenziert da. Ja. Von wegen Instagram und Influencer. Das ist. Ja. Jetzt, wenn ich weiß, wie groß die Fläche dieses Blättchens ist, und ich kann nachher die Ladung messen von diesem Blättchen, ja, dann weiß ich auch die Flussdichte an diesem Ort, weil es gibt ja diesen Zusammenhang, gell? Mit Ladung und Fläche, Flussdichte. Ich kann also mit so einer influenzierten Ladung die Flussdichte bestimmen.
ja, und die Fläche vor dem Blättchen konstant oder bekannt ist zumindest. Ja. Ich kann nur tatsächlich aus einem elektrischen Feld Tololungen herausholen. Ja. Das passiert mit Leitern im elektrischen Feld. Ich hoffe, das ist halbwegs umgekommen. Das nächste Mal schauen wir uns an, was passiert, wenn da eben keine frei beweglichen Ladungsträger drinnen sind. Wenn wir Isolatoren einbringen, ja, in ein elektrisches Feld, was passiert da drinnen? Wenn wir uns das nächste Mal anschauen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.